Hallo. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem kleinen weiteren Livestream heute, Final Fantasy 7. Ich trinke hier nebenbei nicht mehr viel, ist noch ein Schluck Smoothie. Einfach für den Fall, dass ich mich räuspern muss. Ja, wir haben ja gestern, sind wir so weit vorgedrungen, wir sind auf Aerith getroffen und jetzt bin ich so gespannt, was heute auf uns zukommt. Ja, wenn ihr also Lust habt, bei dieser tollen Musik- und Sounduntermalung, könnt ihr also gleich ein bisschen zuschauen. Wir laden, wir setzen fort, ich glaube, dass wir ganz kurz davor sind, jetzt zurückzukommen nach Midgard zu Sektor 7, glaube ich. Wo wir unterwegs dahin kommen, wo der Turm einstürzt. Und im Originalspiel musste man jetzt auf den Turm hochlaufen. Und hat dabei das ein oder andere Drama erlebt. Und ganz oben angekommen, musste man dann, glaube ich, gegen die Turks kämpfen. Ich bin mir zwar jetzt nicht mehr ganz so sicher. Aber da gab es irgendwas. So, während das jetzt lädt, ne, heute Abend wollen wir ein bisschen Gartic Phone spielen. Im Discord-Server haben wir dafür schon einen Termin veranschlagt. Da könnt ihr einfach Daumen hoch klicken, wenn ihr mitmachen möchtet, dann weiß ich, wie viele Leute ungefähr erwartet werden heute Abend. Ich versuche so ein bisschen meine Schwester, meinen Cousin, meine Familie mit dazu zu bringen, da mitzumachen. Wer bist du? Hallo? Dort geht's in Richtung Bahnhof. Warte mal, was ist das hier? Alles in Ordnung, Cloud? Falsche Richtung, wa? Dann gehen wir mal da lang. Ein bisschen müde bin ich heute. Wüsste ich gar nicht warum. Ich musste ja gar nicht zeitig aufstehen. Oh, guck mal, die kennen sich. Wen hast du denn da Hübsches aufgegabelt? Die kennen sich. Das ist schön. Aber die reden nicht. Na gut. Da vorne beginnen die Slums von Sektor 5. Oh ja, die Musik 1A. Original. Was ist da los? Hey! Dieser Schraubenschlüssel, der ist so. Original, hör mal. Krass. Heute kam eine Großlieferung Waschpulver herein. Ob bei dem Kaktor kam. Wegen dieser Sache mit Avalanche ist unser Großvater total aufgedreht. Genau so klang das im Original auch, diese Musik gerade, ne? Jetzt kommt wieder Radio. Cloud, komm mal hierher. Jetzt redet Opa auf einmal unentwegt vom Makroreaktor. Ja? Was ich befinde diese mich Leute denn nun im Inneren von Makroreaktor. Die stecken doch bestimmt mit Wutai unter einer Decke. Und das, immer noch so langer Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt war. Eingestürzte diese Kriminellen etwa einen neuen Krieg anzetteln? Die Feuerscheine gelöscht worden ob zu sein. Ob man wohl ein Kopfgeld bekommt, wenn man die Verbrecher fasst? Sie sind die Leiterin von Shinras Rüstungsabteilung. Aha. Ich doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Darf ich Sie um eine Stellungnahme bitten? Jetzt nicht, oder? Die haben es nur auf die Reaktoren abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten, hier nichts. Wie die Wann derzeitige die Lage in Makroreaktor 5 ist? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makroreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makroreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in großer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Das war die richtige von Cosplay, wa? Nichts. Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier spielt Square Enix natürlich wirklich mit allen Reizen, ne? Gehen wir, Cloud. Nicht die Tifa ist ja immer schon sehr sexy angezogen. Aerith ist da gar nicht so. Guck mal, Aerith ist gar nicht so gekleidet. Aber hör mal die Musik, ey, wie schön das auch schon wieder klingt, ne? Ah, Aerith, hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm?
Ja, weil die Züge nicht fahren. Was ist wohl ein gutes Reiseziel für eine? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Wo muss ich denn hin? Achso, hier ist die Kiste, guck mal. Die helfe in dem Laden manchmal aus. Die Sache ist jetzt die. Ich glaube, Aerith sagt mir schon, wann ich falsch laufe, ne? Genau. Wir haben also keine Wahl. Also müssen wir jetzt immer schön in Richtung Ziel. Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Wo ist der? Da oben ist er. Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Okay, Mugi. Ich muss los. Mugi sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Warum sagt mir Mugi jetzt nichts? Ihr könntet Brüder sein. Naja, jetzt. Es ist ja ruhig gerade, ne? Ich glaube, das ist jetzt gerade die Vorbereitung auf das, was gleich kommt, ne? Übrigens, Aerith, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Oh. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aerith? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Aber bis hierhin ist die immer alleine schon gelaufen, okay? Hallo, Aerith. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ist das der Lehrer? Danke, der Arzt. Dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Und das ist mein kleines Geheimnis. Okay, hier unten ist nichts. Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Ja, mit so einem Schwert ist man ja auch gefährlich, ne? Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter. Wo ist denn jetzt das Ziel aktuell? Falscher Knopf, warte mal. Hier unten kann man Musik anhören. Da ist eine Jukebox. Ist das etwa... Werden das jetzt nicht gleich schon im siebten Himmel sein, oder? Das kann gar nicht sein. Was ist das denn? Hey, hier geht's lang. Ach... Wo ist denn hier? Das hier ist der Helmchenhof. Schön lecker werden, okay. Hier ist der Spielplatz. Ah. Willkommen zurück. Hallo, ich habe Aerith mitgebracht. Das ist der Spielplatz. Danke, dass du gekommen bist. Da fehlt es diese kleine Burg, die aussieht wie eine Katze, ne? Auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gerne um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt. Guck mal, die haben sogar. Das sieht man jetzt gerade nicht. Die haben sogar, wenn man jetzt sich diese Wand des Hauses mal anschaut, das gucken hier und da Steine raus, damit das nicht so flach aussieht, ne? Waschen. Damit es ein richtiges Relief hat. Oh. Ist schon cool, ne? Na gut, ich meine, Square Enix, das sind natürlich Spieleentwickler, die haben Erfahrung, ist ja völlig klar. Die wissen schon, was sie tun. Cloud, sag mal, magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die... Hast sie sicher verschenkt? Der Merle, ne? Hab ich. Aha, wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Ich sehe, er lügt nicht. Ich glaube, du schwindelst. Ach. Ist doch egal. Was ist das hier? Kann man hier rein, ne? Guck mal, hier eine Maschine. Eingewachsen, ne? Irgendeine Baggermaschine. Eingewachsen ins Grüne. Am Ende dieses Wegs liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Aber dann sind wir doch jetzt noch lange nicht da. Nee, sind wir noch nicht. Noch längst nicht sind wir da, wo es spannend wird, glaube ich. Guck mal, hier ist der Fluss. Das stimmt. Aeriths Haus liegt irgendwie... Das hier ist mein Zuhause. Genau. Passt zu dir. Das ist voll mit Blumen, ne? Und da ist eine Insel und da muss irgendwie eine Materia liegen. Pass mal auf. Geh mal schnell darüber. Lässt mich das die Aerith machen? Hey,
Nein. Muss man nachher dran denken, wenn wir... Also rein theoretisch schlafen die jetzt gleich. Und Aerith schläft ja in einem anderen Zimmer als Cloud. Mal gucken, ob wir jetzt die Mutter kennenlernen. Bin wieder da. Na endlich. Elmira. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist... Root, aha. Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich dann überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Aerith, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Ja, stimmt. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Und dann versuche ich ja jetzt nachts abzuhauen. Genau. Okay. Warte. Ach ja. Der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Mama, ich habe ihm ein Date mit mir versprochen. Das Kind hält einen ziemlich auf Trab, was? Anstrengend, die junge Frau, anstrengend. Kann man mit der quatschen jetzt? Warte mal. Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts. Na, warte, frag ruhig. Ne, okay. Hier gibt's da bestimmt was zu holen. Irgendeine Materia oder was? Vielleicht kommen wir jetzt doch langsam mal an Wind. Windelementar. Nanu, wo hab ich sie nochmal hingelegt? Hier sind die beiden Schlafzimmer. Aber ich glaube, hier oben ist das Gästeschlafzimmer dann. Und da muss ich mich versuchen, vorbeizuschleichen an Aerith. Ne, hier geht's raus. Aha, na gut. Ach, und guck mal, wie schön wieder die Musik klingt, ne? Ich lass ganz kurz mal wieder die Musik ein bisschen laut laufen. Blumen. Guck mal, wie schön das einfach aussieht, ne? Aeriths kleines Zuhause mittendrin. Sieht man da drüben eine Materia? Da unten sind so, da wächst sogar übrigens Gemüse, guck mal. Und mittendrin hier in den Slums, mitten in diesem, guck mal hier, da ist eingefallen, eingestürzter Schutt. Da steht ein Träger, für die Platte wahrscheinlich. Wie hoch die auch gebaut haben, ne, würde ich bei Valheim gar nicht hinkriegen. Es läuft wieder Aeriths Thema, ne? Aeriths Theme, könnte man sagen. Da ist ein Wasserfall. Okay, ich mach wieder ein bisschen leiser. Okay, also ich bin hier oben jedenfalls falsch.
So,